Dieses Projekt ist für mich etwas ganz Besonderes. Zum einen behandelt es einen der größten Sammlungsbestände der Bibliothek- und Kunstblättersammlung, für die ich zuständig bin. Zum anderen ist es der größte und umfangreichste Bestandskatalog, den das MAK in seiner 150-jährigen Geschichte jemals herausgegeben hat. Es ist ein Projekt, das über 6 Jahre mich beschäftigt hat. Immerhin wurden 30.000 Objekte dafür digitalisiert, online gestellt und bearbeitet. Und wir haben dann gesehen, dass diese Ephemera, diese Eintagsfliegen, diese Gebrauchsgrafik, die nur für einen einmaligen Gebrauch verwendet werden, so hohe künstlerische Qualität haben, dass es unbedingt notwendig ist, dass wir sie auch in Form eines Buches dokumentieren. Und wir haben dann einen Auszug gemacht von 600 Objekten, die wir abgebildet haben auf 480 Seiten. Aufgebaut ist das Buch von Eva Dranas und Jochen Vill gestaltet, wie eine Archivkiste, die verdeutlichen soll, wie unsere Gebrauchsgrafiksammlung in der Bibliothek gelagert wird. Also quasi ein Holzeinband mit einem Label, das wie ein Archivschild aussieht. Und darin verstecken sich 8 Kapitel, die reichen von der Einladungskarte über Spielkarten, Papiere, Buntpapiere, Vorsatzpapiere bis zu Werbeprospekten. Es ist bei jedem Kapitel der Einstieg immer eine Raumansicht, wo diese Objekte lagern, die sich dann vertiefen, wo ist der Bereich, wo sie zum Beispiel bearbeitet wurden, bis dahin, wie sind die einzelnen Seiten montiert, welche Informationen haben wir, um zu erfahren, wo das Objekt liegt, woher es kommt und zum Beispiel auch, wer das Schenkende ist. Es ist für mich eben ein ganz besonderes Projekt gewesen, denn im Vergleich zu eigentlich allen Sammlungen und Institutionen, die man so beobachtet, werden Bestandskataloge immer weniger möglich, weil sie aufwendig sind, weil sie einfach sehr kostenintensiv sind. Und umso schöner finde ich es, dass das MAK die Möglichkeit eröffnet hat, dass wir so eine Publikation auch für die Nachwelt diesen Bestand erhalten und verfügbar machen.